Hallo und willkommen zu meinem Mastery-Video. Mein Name ist Nick und hier habe ich einige Aufgaben zum Thema das Volumen des Prismas für euch vorbereitet. Viel Spaß! Bei der ersten Aufgabe suchen wir das Volumen eines Prismas und dieses Prisma hat eine trapezförmige Grundfläche. Also nochmal zur Wiederholung, wir haben hier ein Trapez in der Grundfläche und durch Extrusion bekommen wir diesen dreidimensionalen Körper. Also wir bekommen dann hier dieses Prisma mit der blauen Grundfläche. Hier habe ich euch die Maße gegeben. Achtung, wir haben zwei Höhen. Das eine ist die Höhe vom Prisma und das andere, das H mit dem tiefgestellten T, ist die Höhe von unserem Trapez. Drücke bitte jetzt auf Pause und berechne alleine das Volumen dieses Prismas. Sollte es Schwierigkeiten bei der Berechnung geben, habe ich hier noch zwei Formeln eingeblendet. Das heißt hier nochmal die Volumensformel des Prismas und die Flächenformel von einem Trapez. Die werden wir brauchen für die Grundfläche. Bitte nochmal auf Pause drücken und versuch dieses Beispiel zu lösen. Und hier kommt die Auflösung. Wir setzen also unsere Maße in die Trapezformel, um damit zuerst mal die Grundfläche zu berechnen. Wir können also jetzt sagen, die Grundfläche beträgt 18 Quadratzentimeter, weil wir ja hier in Zentimetern arbeiten. Und das brauchen wir, um das Volumen zu berechnen. Also rechnen wir 18 mal 2,5 und können schlussendlich sagen, das Volumen des Prismas mit trapezförmiger Grundfläche beträgt 45 Kubikzentimeter. Bei der nächsten Aufgabe ist das Volumen eines Prismas gesucht, das ein rechtwinkeliges Dreieck als Grundfläche hat. Ich habe euch hier wieder die Maße gegeben. Lasst euch nicht von diesen Buchstaben verwirren. Ich habe hier ganz absichtlich Buchstaben gewählt, die eher untypisch sind, nur um zu zeigen, dass man es auch mit diesen Buchstaben berechnen kann. Bitte jetzt auf Pause drücken. Überlegt euch gut, was hier die Grundfläche eigentlich ist und was die Formel für diese Grundfläche sein könnte und berechnet dann das Volumen. Ich blende euch einen kleinen Tipp ein. Ich habe jetzt hier die Grundfläche blau angemalt. Hier ist die Formel für das Volumen zu finden und hier habe ich auch die Formel, also die Grundflächenformel eines rechtwinkeligen Dreiecks eingeblendet und zwar hier bereits mit den richtigen Buchstaben. Das nächste wird dann schon die Auflösung sein. Bitte jetzt auf Pause drücken und fertig zu Ende rechnen. Und hier ist die Auflösung, weil das hier die Formel für die Grundfläche des rechtwinkeligen Dreiecks ist, setze ich hier einfach nur die Zahlen ein und kann also dann sagen, dass die Grundfläche 4 Quadratmeter, Achtung, wir arbeiten hier in Metern, beträgt. Und diese 4 Quadratmeter, die benötigen wir für das Volumen wegen Grundfläche mal Höhe. Also rechnen wir 4 mal 6 und das ergibt im Endeffekt ein Volumen von 24 Kubikmetern. Das war's auch zu meinem Videozyklus Volumen des Prismas. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem anderen Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss und bis bald.